Genau, das ganz Besondere bei uns hier im Münchner Stubenfestzelt auf der Wiesn ist, wir haben keinen Gasanschluss mehr. Wir betreiben alles seit diesem Jahr, seit 2023, nur noch mit Strom. Die ganze Küche, überall nur noch Strom und sogar der Händelgrill ist auch ohne Gas jetzt nur noch mit Strom. Und es läuft. Und das läuft, ja. Man muss sich umgewöhnen, das ist klar, weil der Strom etwas anders arbeitet. Was ist so der Unterschied? Das Gas kommt ja mit Druck raus. Ja. Wenn ich aber jetzt hier Westwind habe, drückt mir der Wind die Hitze nach hinten und ich brauche ewig zum Grillen. Also muss ich auf die andere Seite gehen, wo der Wind nicht hinkommt und dann funktioniert es ja wieder. Das heißt, die Optik ist dann weg, aber die Händel werden warm sonst, aber mit Elektro geht es so. Mit Elektro musst du halt aufpassen, aber beim Gas ist es auch wieder. Gas beim Wind ist auch wieder blöd und bläst die Flamme aus, aber ich finde Elektro bequemer, du schaltest es. Für mich Rentner, brauchst du dich anzünden, schalte es ein und sofort ist die Hitze da. Ist beim Reinigen etwas bisschen mehr mit Vorsicht zu genießen, weil Strom und Wasser verträgt sich nicht so gut. Muss man halt beim Reinigen aufpassen. Ja, ist ein wichtiger Punkt, sonst komme ich morgens und kann nichts machen. Der Wirt ist zufrieden. Der Wirt ist vollkommen zufrieden. Die Gäste sind zufrieden, der Händelgriller ist zufrieden und die Händel werden perfekt. Die Enten auch, natürlich. Genau. Du kannst es halt leichter steuern wie beim Gas. Du kannst es leichter steuern. Und vor allem bei Gas ist ja noch das Problem, oder Problem nicht, aber Gas ist wetterabhängig. Du musst nach dem Wetter gucken. Macht der Unterschied von maximal 15 Minuten aus. Ja, wenn der Planet sticht, haben wir ein Problem. Brauche 15 Minuten länger. Wenn es regnerisch ist, geht es schneller. Also das Wetter wäre jetzt Gegengas? Das Wetter wäre eigentlich Gegengas, weil Gas braucht Sauerstoff zum Brennen. Und den habe ich nicht, wenn die Sonne sticht. Das versteht man manchmal, meint ja, wenn die Sonne, dann geht es schneller. Nee, umgekehrt. Das muss man halt wissen. Ja, so ist es.